Hi Patrick, schön, dass du da bist. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Alles gut? Alles super. Gut. Ich muss dich einfach direkt mal auf dein Namensschild ansprechen. Du hast ja als einziger von den anderen ein ganz besonderes. Gibt es denn da eine Geschichte dazu? Oder? Ja, ich war im Sommer auf einer Hochzeit von einem guten Freund von mir. Der hat auf Santorini in Griechenland geheiratet. Und ich habe deshalb, glaube ich, ein oder zwei Trainings durfte ich netterweise verpassen. Und als ich wiederkam, hat sich die Mannschaft, glaube ich, der Moritz Rosak war es, einen kleinen Scherz erlaubt und hat eben eine griechische Flagge über mein Schwind gehängt und meinen Namen in Patrikos Poliziliakis geändert. Ja. Okay. Die 30. Bei was bist du sofort auf 180? Was macht dich rasend? Da gibt es so viele Dinge. Nee, eher nicht. Ich glaube, okay. Dass ich so richtig rasend bin, das passiert eher selten. Was mich wirklich richtig nervt, ist irgendwie, wenn man sehr unfair oder ungerecht behandelt wird. Also das bringt mich schon mal zum Rasen. Okay, ja. Gut. Aber sonst bist du eher ruhig, gelassen. Ja. Klingt jetzt nicht so viel aus. Okay, Autofahren auch alles ganz entspannt. Ja. Okay. Ich glaube, da werde ich eher andere zum Okay, gut. Da hast du eine neue Frage ziehen. Das ist die 34. Auch eine ganz schöne Frage. Welche Frage würde dir dein 15-jähriges Ich stellen? Also geh jetzt nochmal zurück in dich. Wie warst du drauf mit 15? Hattest du da schon so klare Ziele, wie wohin du willst? Oder war da auch Handball dann schon so ein Riesending für dich? Ich glaube, Handball war eher so ein Hobby, was ich gerne gemacht habe, jetzt ohne groß viel Ziel dahinter. Mhm. Aber einfach gerne trainiert und viel trainiert und Spaß dabei. Also viel Plan hatte ich nie. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist die Frage, die mich wahrscheinlich interessiert, ist, wo bist du jetzt? Weil da war jetzt nicht keinen Plan in irgendeine Richtung, im Studium oder in Handball oder irgendwo dahinter, sondern habe eigentlich immer das gemacht, was ich gerade Lust hatte. Okay. Das heißt, ich glaube, die Frage wäre tatsächlich, was machst du gerade? Warst du eher frech, Draufgänger oder? Ja, ich würde schon sagen, eher frech, viel unterwegs, okay. Kein Blatt vom Mund genommen. Sehr schön. Ja. Gut, da ist nochmal eine ziehen. 17. Hüpft jetzt quasi schon fast an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar, war Handballprofi zu werden schon als Kind dein Traumberuf? Und wenn nein, ganz wichtig, welcher war es dann? Also stell mal vor, du hast früher bestimmt auch Freundebücher ausgefüllt, da war ja auch die Frage eigentlich immer präsent. Ja, da ich mit Fußball angefangen habe und ich glaube erst so vierte Klasse, dritte Klasse, immer mit Handball, war die Freundesbuchzeit schon fast wieder vorbei. Mhm. Ja, da schon, glaube ich, ist ja eher ein Fußballprofi drin. Dann hat es nicht ganz geklappt, falls es Sport hat. Tatsächlich ganz viel Spaß. Ich war auch erst, also ganz so gut in der Jugend, war erst so im 17, 18 und im zweiten A-Jugendjahr, wo ich dann gemerkt habe, okay, da funktioniert irgendwas. Davor hatte ich einfach wirklich ganz viel Spaß am Sport, eine coole Mannschaft, die sehr gerne sehr viel trainiert hat und es hat mir einfach Spaß gemacht. Obwohl ich neulich mit einer Freundin geredet habe, die meinte, ich hätte ihr mal gesagt, mit 16 ganz selbstbewusst, ich will Handballprofi werden. Mhm. Das ist mir gar nicht mehr so eine Erinnerung. Okay. Aber es ist dann eher so ein bisschen durch den Ehrgeiz, wo man merkt, okay, da geht vielleicht was so entstanden. Also hat auch der, gerade, dass es dir so Spaß macht, schon auch viel bewirkt, oder? Ja. Also, dass sich dann erst der Ehrgeiz entwickelt hat. Ja, viel Spaß und dann immer so die Sachen, die ich mache, dann will ich irgendwie richtig machen und dann. Damals auch der Handball war so das, wo ich ein Umfeld hatte, eine Mannschaft hatte, die halt einfach Bock drauf gehabt hatte, irgendwie was zu erreichen, hart zu trainieren, für irgendwas zu kämpfen. Und das hat mich dann irgendwie dafür gesorgt, dass ich den Handball verteilen will. Ja, sind wir auch froh drüber. Gut, neue Frage. 11. Welche Jahreszeit ist für dich die schönste? Sommer und Winter. Sommer und ja, Winter. Ja, so ganz oder gar nicht. Wieder richtig schön kalt. Ich gehe eigentlich gerne auch mal in die Berge, wenn dann Schnee liegt, ist dann auch richtig schön. Mhm. Oder auch in der Hütte sitzen, wenn Skifahren ist, aber sonst eher der Sommer. Ich mag es, wenn es warm ist. Meine Oma kommt aus Indien, da ist eh immer heiß.
Ich liebe das am Strand zu liegen, ich mag die Sonne, ich mag es ein bisschen zu freuen, einfach abzuschalten und einen schönen Tag zu genießen draußen. Okay. Frühling und Herbst ist eher. Nee, ist so ein Mischding immer. Es ist eher so ein bisschen. Ja, ist auch hier immer ein bisschen schwierig, gell? Ja, ja. Ich bald vom Bodensee kommen, ist der Sommer eh nochmal einfach schöner. Man kann mit Freunden einfach am See sich treffen, da irgendwie draußen sportlich betätigen oder sonst was. Und macht einfach ein bisschen mehr Spaß. Okay, schön. Eine letzte Frage haben wir noch. 27. Bist du ein Typ, der lieber essen geht oder selber kocht? Und je nachdem, was ist dein absolutes Lieblingsessen? Was könntest du 5-mal die Woche essen, mindestens? Also Lieblingsessen fällt mir leicht, das sind einfach so Tapas, so Spanisch. Ich mag das einfach, also ich finde es zum einen einfach gesellig, wenn man in einer Gruppe ist, dann im Austausch, man muss sich nicht wirklich entscheiden, macht einfach viel, schön, ja, frische Fische vor allem, ja, aber auch natürlich ein bisschen Fleisch. Einfach alles, was man sich vorstellen kann. Ich mag das voll, weil es eben auch so was Geselligeres ist. Und ansonsten, ich koche sehr gerne selbst. Von dem her habe ich kein Problem damit, für mich jeden Tag 2-mal zu kochen. Mag aber eben dann, wenn wir essen gehen, dann schon auch eben die Geselligkeit vor allem. Okay, und selbst kochen ist bei dir eher so Spaghetti Bolognese oder sagst du dann schon, okay, jetzt stehe ich wirklich mal 1-2 Stunden in die Küche und guck mich auf? Also ich stehe schon gerne länger auch in der Küche. Mein Vater hat Koch gelernt ursprünglich mal und dann war es so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass wir da schon früh mit angenommen wurden und gutes Essen gerne wertschätzen. Von dem her, ich esse gerne viel, wenn es gut ist. Deshalb koche ich gerne cool, wenn es mal länger dauert, ist auch ein Problem. Schön, wir kommen gerne mal vorbei. Gerne. Also, ich danke dir und ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Vielen Dank, Spaß macht.